Yo, danke. Nein, nein, nicht kaputt gehen. Super. Ich sag euch, Immortkill hat das beste Spielgefühl. Das auf jeden Fall. Also, ich habe hier wirklich noch am meisten Spaß. Also, die Runden machen einfach wahnsinnig Lust auf mehr. Das, boah, ist einfach unglaublich. Solche Kleinigkeiten sind es eigentlich, die das Spielgefühl wirklich zu etwas super Schönem gestalten. Also, Caspian Border und so, alles schön und gut, aber das hier ist einfach Trumpf. Oder wie man das auch immer nennt, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt diese Basis ein, denn ich will auf jeden Fall noch gewinnen. Das wird sauknapp. Fast in den Eingang rein. Ach, das wäre auch so schön gewesen, oder? Alter! Erschreck mich nicht hier so. Puh. Aber wir müssen eigentlich schneller sein. Wir müssen wirklich schneller sein. Und mal schauen, ob wir irgendwas aus dem Himmel holen können. Sieht aber bisher leer aus. Nur da vorne schwebt irgendwas. Ne, das ist ein Vogel. Vogel. So. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell zur nächsten Basis. Oh mein Gott, hier explodiert schon wieder. Nein. Bleib doch nicht da dran hängen. Wow. Offroad hier for the win. Sehr schön. Und jetzt gehen wir einfach mal zu Station A und versuchen die auf jeden Fall jetzt mal ganz fix einzunehmen. Das müsste auf jeden Fall möglich sein. So, und wir verschanzen uns mal ganz kurz hier ein bisschen hinter. Kann man da hoch? Sehr schön. Stinger rausgeholt und versuchen den auf jeden Fall zu kriegen. Und warum visiert er jetzt wieder nicht an? Ach, wie schön, ne? Battlefield hat immer mehr Bugs. Von Update zu Update kommen immer mehr Bugs rein. Das finde ich unglaublich. They see me rolling. They hate me. Unglaublich, dieses Spiel. Also, es entwickelt sich so langsam zu dem besten Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und ich habe das Gefühl, okay, er macht sogar noch was. Ich habe schon gedacht, er bleibt da jetzt einfach stehen. Nein! Scheiße! Fuck! Ich habe gedacht, das hört man auch, so wie beim anderen Jet. Aber so ist das wohl nicht. Schade. So, schauen, ob wir einen Paradrop machen oder die Super Hornet nehmen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt. Wir gehen mal mit der Super Hornet rein und fliegen jetzt zur Position D, damit wir die jetzt noch ganz schnell einnehmen können, weil die anderen Positionen, so wie C, die sind auf jeden Fall immer am besten bewacht. Also es ist wirklich schwer, da wirklich fehlerfrei dran zu kommen. Ist mir jetzt auch scheißegal. So, perfekt. Schön. So gefällt mir das Spiel noch am besten. Komm schon, komm schon. Oh, perfekt. Gut, ich hoffe, hier ist jetzt wirklich keiner mehr, aber es scheint wirklich jetzt sicher zu sein. Und wir bleiben jetzt hier einfach erstmal im Gras und halten uns bedeckt. Ich finde das eigentlich auch immer ganz schön mit der Stinger. So kann man den Leuten auch wirklich super schön Angst einjagen, denn die denken dann immer, oh mein Gott, Rakete, Rakete. Und wir könnten versuchen, die AC-130 damit runter. Nein, 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 nein. Oh fuck, scheiße, das war mein Fehler. Scheiße. Aber ich hoffe, da sind noch ein paar Teamkollegen am Leben. Nein, scheiße. Ah, meine Hoffnungen zerschlagen sich gerade. Aber ist wirklich eine amüsante Runde, muss ich jetzt einfach mal ganz kurz dazu sagen. Macht wirklich gerade viel Spaß, sehr viel Spaß sogar. AC-130 Gefahr. Sehr schön. Wir werden immer langsamer, das ist gut. So, perfekt. Haben wir ihr schon mal auf jeden Fall sehr viel Schaden gemacht. Oh, Hilfe bei Kill 37. Das galt jetzt aber nicht für die. Oh, doch. Okay, die wurde auch schon kaputt gemacht. Wow, mein Gott. Alter, das sind solche Gameplays, wisst ihr? Das sind Spielerfahrungen, die ich hier mit euch teile, ne? Die sehen dann vielleicht so 50 Leute bis zum Schluss. Und danach gar keiner mehr. Ey, das finde ich einfach. Schade. Das finde ich einfach schade, dass das Spielgefühl so schnell getrübt wird, indem das nicht so viele Leute sehen. Aber ich bin wirklich stolz um jeden, der dieses Video bis hierhin geschaut hat, ganz ehrlich. Das müsst ihr auch. Das wäre wirklich nett von euch, wenn ihr mir schreiben würdet, bis wohin ihr dieses Video wirklich geschaut habt. Und wäre schon eine super schöne Sache von euch, wenn ihr das machen würdet. Denn so macht es mir am meisten Spaß, wenn ich auch weiß, dass das, was ich erspielt habe, auch Leute sehen. Na? Ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Punkt. Nein! Oh mein Gott. Scheiße. Ich habe ein bisschen die Entfernung zu falsch eingeschätzt. Mein Gott, Basti. Du bist so hohl. Und. Ah, wir können ins Gunship. Ich hoffe, ich krieg's jetzt. Sehr schön. Gute Leistung.
Ja, schön. Fuck. Wo ist er denn? Nee, Kacke. Kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ach, da ist einer. Ja, komm schon, den müssen wir kriegen. Hilfe bei Kill. Ja, passt. Okay, da ist ein Helikopter. Ja, komm, den müssten wir eigentlich... Ja, komm schon, noch ein Schuss. Noch einmal. Fuck, dauert doch noch länger als erwartet. Ah, wäre schon mal ganz gut, wenn wir den aus der Position rauskriegen. Perfekt. Okay, 13 haben wir noch und ich glaube, ich springe gleich einfach mal raus. Wir versuchen noch ein bisschen was zu schaffen. Okay, ich bin jetzt raus. Das macht so wirklich keinen Sinn mehr. Perfekt. Und wir landen. Und es ist wirklich ein sehr knappes Ding diesmal. Also 43 zu 45. Es läuft. Es läuft. Aber ich denke mal nicht, dass wir es wirklich noch bis zum Ende schaffen. Habe ich da gerade einen Gegnerrennen gesehen? Mal schauen. Okay. Aber ich denke, ich werde dieses Video jetzt mal in zwei Parts machen, denn 15 Minuten hochzuladen, das dauert extrem lange bei mir. Das sind ungefähr 500 MB. Und ich habe so das Gefühl, meine Upload-Rate hat ziemlich abgenommen. Ich weiß, da war ein Gegner. Und aber ich schieße nicht direkt drauf, weil die Gefahr besteht, dass er mich zuerst erwischt. Und das wollen wir ja nicht. So. Okay, wir haben hier schon mal ein Little Bird. Ich würde sagen, da steigen wir jetzt auch einfach mal ein. Nein, nein, scheiße. Warum bin ich ausgestiegen? Perfekt. Okay, heb ab, heb ab. They see me rolling. Okay, damit habe ich es jetzt langsam. So, dann geh mal ganz schnell bitte nach B. Oder wo will er hin? Zu C? Ja, C ist wirklich sehr schwer einzunehmen, aber auch wirklich eine tolle Sache, wenn man C hat. Denn so hat man auf jeden Fall die AC-130 sicher. Okay, damit kann ich jetzt nicht viel anfangen. Ja, setz mich mal hier ab, das ist schon mal ganz gut. Scheiße, 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 scheiße. Schön, schön in den Kopf. Nein, oh Mann, ich wollte gerade meine Magnum rausholen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich wollte auf jeden Fall noch die Magnum wechseln, denn die MP412 Rex soll ja jetzt auf jeden Fall nach dem Patch besser sein, statistisch gesehen. Und da denke ich mir jetzt einfach mal, wechseln wir auch einfach mal hin. Kann ja eigentlich nicht wirklich viel schaden, oder? So, was müssen wir denn verteidigen? Wir müssen auf jeden Fall B. Wir müssen B verteidigen. Wo bin ich? Ach so, okay. Wow, wo bin ich denn gespawnt jetzt, bitteschön? Das passt jetzt gerade irgendwie nicht in mein Weltbild. Und den versuchen wir jetzt auf jeden Fall mal runterzuholen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass er keine Stingers hat. Ah, Mann, dieser kleine Little Bird. Ah, der Schuss müsste sicher sein. Der müsste sicher sein. Komm schon, komm schon. Sehr schön. So gefällt mir das Spiel immer besser. Also ich muss sagen, Battlefield hat mir ganz am Anfang, wo ich es zum ersten Mal gespielt hatte, hat es mir zwar schon gefallen, aber da musste ich noch sagen, dass ich irgendwie Battlefield Bad Company 2 besser fand. Aber Battlefield 3 hat sich einfach zu einem der großartigsten Spiele für mich weiterentwickelt, also in der Shooter-Szene auf jeden Fall. Unser Team hat gewonnen, wir schauen uns auf jeden Fall jetzt nochmal die Scores an. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch, ihr seht jetzt noch meine Scores. Ciao Leute!